Man vergisst leicht, dass sich Dämonen mit Worten nicht binden lassen. Euer Gefährte ist vor einiger Zeit erwacht. Niemand ist gegen das Angebot eines Dämons immun. Ihr habt bei Fenriel ein Wunder vollbracht. Dieses Buch gehörte dem letzten Träumer unseres Stammes. Seine seltene Magie ist unbezahlbar. Bitte nehmt es als Zeichen meiner Dankbarkeit. Deshalb ein Spiegel. Ich verstehe die Frage nicht. Wenn euer Volk etwas Magisches herstellen wollte, um sich zu unterhalten, warum hat es sich dann ausgerechnet für einen Spiegel entschieden? Verbringen Elfen viel Zeit damit, mit ihrem eigenen Spiegelbild zu sprechen? Die Händler hier versuchen ständig, mir Schuhe zu verkaufen. Ich verstehe nicht, warum. Bevor wir aufbrechen, solltet ihr sämtliche anderen Angelegenheiten klären. Das Ganze ist schon jetzt unangenehm genug und es könnte noch schlimmer werden. Gehen wir. Ich bitte um eine Audienz beim Arishok. Er wird sie euch gewähren, jedoch nicht in dieser Zahl. Meine einzigen Begleiter werden meine Freundin hier und einige der Wachen sein. Ist diese Zahl gering genug? Das ist sie. Tretet ein. Schneider. Grüße, Arishok. Wir kommen wegen der flüchtigen Elfen, die hier untergekommen sind. Unwichtig. Ich möchte mit Hawk über die Reliquie sprechen, die mir gestohlen wurde. Das hat einer meiner früheren Gefährten getan. Ihre Rolle war mir bekannt. Dass ihr es zugebt, stimmt mich wohlwollend. Das besprechen wir ein andermal. Wir sind wegen der Flüchtigen hier. Die Elfen sind jetzt wieder Thari. Sie haben beschlossen, sich an das Kuh zu binden. Sie werden beschützt. Ihr wisst sicher, dass diese Elfen hier nur der Gerechtigkeit entfliehen wollen. Der Gerechtigkeit von Kirkmoor. Ihr habt die Missetaten der Eiferer oder die Verderbtheit dieser Stadt nicht verheimlicht. Ihr werdet begreifen, warum ich so handle.
Sehen wir uns eure gefährlichen Verbrecher doch einmal an. Sprecht mit Athari. Wen habt ihr ermordet und weshalb? Eine Stadtwache hat sich unserer Schwester aufgezogen. Wir haben ihn gemeldet. Oder wollten es zumindest. Aber sie haben nichts unternommen, was wir auch sagten. Also haben meine Brüder und ich ihm einen Besuch abgestattet. Das entschuldigt doch keinen Mord! Sagen diese Elfen die Wahrheit? Es gab Gerüchte. Ich werde der Sache nachgehen. Aber sie haben dennoch das Gesetz in die eigene Hand genommen. Manchmal ist das notwendig. So wie ihr den Sohn des Vicomte gerecht habt? Es war damals nicht richtig und das ist es heute noch immer nicht. Wir sind nur wegen der Elfen hier. Ihr Handeln ist lediglich ein Symptom. Die eigentliche Krankheit ist eure Gesellschaft. Sie haben sich entschieden. Die Vidathari binden sich an das Kun und beschreiten einen Weg, den ihr ihnen verwehrt habt. Ihr könnt das nicht einfach beschließen. Ihr müsst sie ausliefern. Sagt mir, Hawk, was würdet ihr an meiner Stelle tun? Ihr schätzt die Gesellschaft von Menschen ganz offensichtlich nicht. Ich kann ohne die Reliquie nicht von ihr fort. Und ich kann mich diesem Unrecht nicht blind verschließen. Es gibt nur eine Lösung. Arishok, es gibt keinen Grund für... Venekathas. Nicht hier, wir sind so ungeschützt. Los, lauf! Hört ihr das? Die Kunari scheinen auszuschwärmen. Sie greifen die Stadt an. Aber warum nur? Was wollen sie damit erreichen? Das spielt keine Rolle. Wir müssen handeln. Ich stimme euch zu. Allein können wir allerdings nichts ausrichten. Dem Erbauer sei Dank. Ihr seid wohl auf. Ich hatte schon Angst, sie hätten euch erwischt. In der Dunkelstadt wimmelt es von Leuten, die versuchen, vor all dem hier zu fliehen. Die Kunari stürmen die Stadt. Und sie gehen dabei äußerst zielstrebig vor. Der Arishok muss das schon seit längerem geplant haben. Wir sollten uns zur Feste begeben, um meine Wachen zu mobilisieren. Was auch geschieht, seid vorsichtig. Oh!
dachte, mit heute zu erwartenden Vorfällen wäre ein Angriff der Kunari ziemlich weit unten zu finden. Seid bedankt für eure Hilfe. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Mein Name ist Alistair. Ich würde liebend gern bleiben und helfen, aber unglücklicherweise duldet unsere Mission keinerlei Aufschub. Es gibt etwas Wichtigeres als eine Invasion? Man möchte es nicht meinen, richtig? Aber leider steht uns Größeres bevor. Ich kann dazu nicht mehr sagen. Ich würde gern, aber ich habe bei meinem kleinen Finger geschworen, die Geheimnisse der Wächter zu wahren. Ich hatte gedacht, euer Orden wäre ernsthafter. Wirklich? Ich dachte, der Beitritt sei eine urkomische Veranstaltung. Das höre ich oft. Wir könnten bei der Verteidigung der Stadt eure Hilfe brauchen. Auch wenn ich nicht gehen müsste, dürfen sich graue Wächter nicht in Kriege wie diesen einmischen. In Ferelden haben wir das getan. Aber der Orden war darüber nicht erfreut, das versichere ich euch. Hier, vielleicht hilft das. Es gehört einer alten Freundin von mir, aber ich möchte wetten, sie würde wollen, dass ihr es bekommt. Der Erbauer möge euch beschützen, werte Freundin. So wie uns alle. Entspannen. Für den Zwerg!